Hallo, so schön, dass du da bist. Ich bin Stefanie Anna Kranser und ich möchte hier meine Sichtweise für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit dir teilen. Ich bin Mama von 3 Kindern und jede Schwangerschaft war für sich einzigartig. Und ich durfte mit jeder Schwangerschaft tiefer und tiefer zu mir selbst reisen. Und zwar war meine erste Schwangerschaft noch von Ängsten geplagt. Ich war nicht verbunden mit mir selbst und ich habe auch meine Schwangerschaft nicht selbst in die Hand genommen. Ich wurde von Anfang an als Risikoschwangerschaft eingestuft und war alle 2 Wochen zum Blutabnehmen. Ich war bei Ärzten und es wurde Angst gemacht. Und ich habe mich in diese Angst treiben lassen, weil ich es nicht besser wusste und ich verurteile mich auch jetzt nicht dafür. Es ist nur interessant zu sehen, wie jetzt, also jetzt aus meinem Sein, wie diese Schwangerschaft verlaufen ist. Ich war viel im Krankenhaus und auch die Geburt am Ende war einfach so, dass ich nicht mit mir verbunden war. Die Wehen fingen an und ich wusste nicht, was zu tun ist. Ich fühlte mich überrumpelt und fuhr dann irgendwann ins Krankenhaus und da hieß es dann, ja, ist ja erst ein paar Zentimeter offen, willst nicht nochmal nach Hause, aber irgendwie hatte ich Angst, allein nach Hause zu fahren. Und so wurde ich in ein Zimmer gelegt und lag da Stunde um Stunde und ich hatte Schmerzen, ich hatte solche Schmerzen, ich wusste nicht mit diesen Schmerzen umzugehen. Und so verging Stunde um Stunde und es waren nachher schon 14, 15 Stunden, wo ich irgendwann gesagt habe, ich kann nicht mehr. Kam der Anästhesist und ich habe eine PDA bekommen. Und dann kam kurze Zeit Ruhe rein. Und dann kamen die Presswehen und ich lag auf dem Rücken und ich sollte pressen. Und ja, wusste irgendwie immer noch nicht so wirklich, was da vor sich ging. Ich war auch schambehaftet. Seit ich traute mich nicht loszulassen, für mich einzustehen. Und es hat sage und schreibe nochmal 2,5 Stunden gedauert, bis ich mein erstes Baby geboren habe, beziehungsweise holen lassen habe. Sie haben so einen Druck gemacht, sie wollten schon mit der Geburtszange kommen. Und dann drückte jemand ganz stark auf meinen Bauch und dann merkte ich nur noch, wow, wie gewaltige Kräfte durch mich durchflossen und dann war sie da. Dann war sie da. Für mich war das Erste, was ich gesagt habe, das will ich nie, nie wieder erleben. Natürlich war für mich klar, ich möchte ein zweites Kind, aber nicht gebären. Dafür bin ich nicht gemacht, das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Anderthalb Jahre später bin ich wieder schwanger geworden. Und auch hier waren noch viele Ängste da. Ich hatte nicht aufgearbeitet. Und vor allem waren diese Ängste da aus dieser ersten Schwangerschaft und der ersten Geburt. Und es wiederholte sich. Ich war alle 2 Wochen zum Blutabnehmen. Ich war immer zur Kontrolle. Und ich sehe es immer wieder, wie in der ersten Schwangerschaft auch schon, dein Baby ist zu klein. Da ist irgendwas und so weiter und so fort. Ich hatte Frühwehen, ich hatte Ängste. Und ich habe immer gesagt, ich schaffe das nicht, noch eine Geburt. Und habe unbewusst, vielleicht auch bewusst, an einen Kaiserschnitt gedacht. Und was passiert, wenn man unbewusst und bewusst immer wieder an etwas denkt? Es passiert genauso. Und mein Baby war in der 38. Woche schon unterversorgt. Und dann hieß es das erste Mal, ja, wir können ja einen Kaiserschnitt machen. Und ich war, ich bin dabei. Yes, meine Chance.
Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich im OP lag und sie mich gefragt haben, ob ich das wirklich möchte. Ich habe ja gesagt. Ich habe eine Vollnarkose bekommen. Sie haben mein Baby geholt. Als ich aufgewacht bin, wurde ich auf mein Zimmer gebracht. Es war morgens um 9 Uhr. Und um 17 Uhr kam endlich jemand und hat gesagt, ich dürfte jetzt aufstehen, ich dürfte zu meinem Baby, mein Baby liegt auf Intensivstation. Für mich brach eine Welt zusammen. Auch heute Nacht, wenn ich daran denke, kommen da Gefühle bei mir hoch. Ich verurteile mich nicht. Denn ich konnte damals einfach nicht besser handeln. Dann kam ich zu meinem Baby und mein Baby hatte eine Atemhilfe und eine Magensonde und lag in diesem Brutkasten. Und ich wusste gar nicht recht, was ich machen sollte. 3 Tage lag sie in dem Brutkasten. Ich durfte sie nicht anfassen, ich durfte sie nicht stillen. Ich war da mal am Abpumpen und da ist einiges gelaufen auf der Intensivstation, was ich alles gar nicht hier ausbreiten möchte. Ich habe mich dann nach dem 6. Tag mit ihr entlassen lassen. Ich war dann plötzlich im Vertrauen und habe gesagt, es funktioniert, mein Baby ist gesund, wir dürfen nach Hause und so war es auch. Doch ich war durch. Ich habe gesagt, no way, ich möchte keine Kinder mehr. Ich schaffe das nicht. Ich habe meinen Mann eigentlich buchstäblich zu einer Sterilisation überredet. Und dann war es vorbei. Das war 2010. Und ich glaube, 2011, ja, hat er sich sterilisieren lassen. Und ich habe ganz viel in dieser Zeit, also in den letzten Jahren, aufgearbeitet. Ich habe mich tief mit mir selbst verbunden. Ich habe alles das, was mir nicht dienlich ist, alles aus meiner Kindheit losgelassen oder mich damit verbunden und Heilung gefunden. Und 2017 waren mein Mann und ich einmal alleine unterwegs, ohne unsere beiden Großen, denn sie waren ja schon recht groß. Und wir haben Babys gesehen und irgendwie kam bei mir der Wunsch auf, ja, ich würde gerne noch ein Baby haben. Aber es ist ja nicht möglich. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich in mein Handy geguckt, habe geguckt, ob es möglich ist, eine Sterilisation rückgängig zu machen. Wir haben einen Arzt gefunden, der innerhalb von 6 Wochen einen Termin frei hatte. Und es ging so schnell, dass wir gar nicht drüber nachdenken konnten, sondern es einfach gemacht haben. Mein Mann lag 6 Wochen später im OP und es wurde rückgängig gemacht. Der Arzt hatte uns gleich gesagt, dass es gut geklappt hat. Und 6 Monate später war ich schwanger. Voller Vertrauen in mir, in mein Baby, dass wir das gemeinsam schaffen. Dass egal wie die ersten Schwangerschaften waren, egal wie die ersten Geburten waren, ich schaffe das. Ich kann das. Ich bin in meinem Vertrauen. Ich bin verbunden mit mir und mit allem, was da ist. Und so durfte ich wirklich eine wundervolle Schwangerschaft genießen. Ich war kaum beim Arzt. Ich habe keine zusätzlichen Untersuchungen machen lassen. Ich habe keine Blutentnahmen machen lassen. Ich habe im 5. Monat meine erste Yoga-Lehrerausbildung gemacht, prä- und postnatal. Es war natürlich für mich in dem Moment so stärkend, die Atmung, die wir dort gelernt haben, die Verbindung zu mir selbst. Wow! Ich wurde immer wieder vom Leben getestet, ob ich wirklich vertraue und das tat ich. Mein Baby war zum Ende 11 Tage drüber und ich habe in einem Krankenhaus selbstbestimmt
gebären dürfen. Ich war kaum im Kreissaal, ich bin einfach spazieren gegangen und habe geatmet. Spazieren gegangen und habe geatmet. Ich war nur für mich. Ich habe mich vollkommen auf meine Atmung konzentriert und es war dann schon so kurz vor Ende, wo ich merkte, wow, heftig. Aber es war immer auszuhalten. Ich hatte zum Schluss schon so einen Drang nach unten, aber ich hatte einen Impuls. Ich brauche jetzt ein Eis. Und ich hatte schon alle 2 Minuten intensive Wehen, 1 bis 2 Minuten. Ich bin durch dieses Krankenhaus gegangen, jede Minute stehen geblieben und ich habe geatmet. Tief, diese 1 Minute, meine Wehe. Dann bin ich weitergegangen und dann stand ich am Kiosk und ich dachte schon, wow, gleich kommt mein Baby. Hat mein Mann mir ein Eis gebracht. Und dieser Weg zurück hat einfach nochmal alles geöffnet, weil ich hatte mein Eis, ich war beschäftigt und viele kamen dann immer, oh Gott, ist irgendwas mit dir? Ich so, nee, ich bekomme mein Baby und dann wieder, wow, diese Wehe und es war einfach nur, wow, es war magisch eigentlich, obwohl ich im Krankenhaus im Flur spazieren gegangen bin, war es so. Und dann kam ich in den Kreissaal, bin noch einmal auf Toilette gegangen und dann wollte die Hebamme gucken und sagte, es geht los. Ich so, wie geht los? Echt, ehrlich? Geht los? Ich habe da noch gar nicht so wirklich, ich dachte, das dauert noch ewig. Und es machte Platsch, meine Fruchtblase platzte. Dann kamen 4, 5 Presswehen. Und meine Kleine war da und ich war nur so, ich habe es geschafft. Ich war so, ich habe es geschafft. Und das berührt mich so sehr, denn ich habe alles aufgearbeitet. Egal was war, es ist, ich möchte dir jetzt sagen, egal was war, es ist möglich. Es ist alles möglich. Und das möchte ich hier mit auf diesem Kanal mit dir teilen. All das, was ich in diesen 3 Schwangerschaften, in diesen 3 Geburten, die unterschiedlicher nicht sein konnten, gelernt habe, möchte ich mit dir teilen. Ich möchte mein Wissen, meine Erfahrung an dich weitergeben. Und ich freue mich, wenn du hier bist und ich dich unterstützen darf. Alles, alles Liebe für dich.